Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und heute kümmern wir uns mal wieder um Architektur. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt und meine Frau hat gesagt, wie wäre es denn endlich mal, wenn du die Maske endlich unter deinem Tisch steht? Und ich habe ja unter meinem Schreibtisch immer noch die Notre Dame stehen, die wir ja bisher noch nicht gemacht haben. Und die habe ich ja für meine Frau organisiert. Und meine Frau war ja jetzt damit am Überlegen, mache ich die nicht. Packst du das aus? Dann hast du keine Wahl mehr. Dann los. Ansonsten mache ich es selber. Ja. So. Wagen kennen wir ja, wie die Verpackung so ist. Sind ja fest zugemacht immer. Ich mache immer die Laschen rein, damit man den Karton noch hinstellen kann. Ich habe außerhalb vom Sichtbereich von der Kamera mittlerweile einen Stapel, der bis an die Decke geht mit den Kartons. Ich habe schon den dritten daneben angefangen. Also eins, zwei, die ersten drei Stapel. Muss ich zählen. So, jetzt raschel ich erstmal. Wir haben auch wieder unseren Steinauslöser von Mangi dabei. Eines der kompetentesten Dinger überhaupt, finde ich. Weil die relativ einfach und handlich sind. Und für das, was man bei Mangi bekommt, völlig ausreichend. Also im Gegensatz zu manchen anderen Hersteller kann ich mich da nicht beschweren. Ich kriege damit meine Steine gelöst, ich kriege damit meine Fliesen gelöst. Die haben an alles gedacht. Und ich habe keinen schnöden Schnickschnack dran. Ja. Gucken wir uns mal schnell in die Anleitung rein. Keine Infos, gar nichts. Wir haben nur auf der Rückseite wieder unsere Infos. Haben wir ein Teileverzeichnis? Nein, wir haben viel Werbung. Werbung. Zwei Seiten Werbung. Großes Teileverzeichnis haben wir. Die Bauabschnitte sind typisch für Mangi. Viele, viele Teile pro Abschnitt. Was wir gebaut haben, ist weiß, komplett weiß. Da kann man leicht die Orientierung verlieren, wenn man nicht die Noppen zählt, aber als versierter Bauer ist das jetzt für mich kein Problem. Wenn wir mal schauen, wie meine Frau sich dabei schlägt, wenn sie das jetzt wirklich machen will. Ja, wir haben viele, viele, viele Clear Blue Steine hier drin, in den beiden Beuteln. Platten, viele kleine Teile etc. Was wir machen müssen. Also ich bin gespannt, wie es halt auch am Ende wird. Das wird jetzt wieder dann halt mit Impressionen laufen. Weil ich momentan einfach keine Zeit habe, mich hier oben vor die Kamera zu setzen, um für euch ein Speedbild zu machen. Ich habe ja jetzt erst wieder eins gemacht gehabt, weil es meine Zeit zugelassen hat. Aber Kinder, Frau etc. Alles, was so ringsrum läuft, ist halt anstrengend. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse darum. Ich würde sagen, ich schiebe euch dann jetzt hier die Impressionen rein, weil viel zu erklären gibt es dabei eigentlich nicht. Wir werden dann sehen, wie es am Ende ist. Und da wird dann vielleicht auch meine Frau dabei gehen, wenn sie das jetzt gebaut hat oder nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, werden wir uns überraschen lassen. Weil ich habe noch was anderes gerade in der Pipeline, was ich unbedingt bauen muss. Und ja. Ja, oh, ich muss noch eine Sache dazu sagen. Bei Wangi haben wir ja auch immer gedruckte Steine, keine Aufkleber. Von daher immer, Druck ist immer positiv. Ne? Gut, in diesem Sinne, hier viel Spaß mit den Impressionen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. We'll be right back.
Da hat meine Frau einmal die Notre Dame für euch fertig gebaut. Und ja, wir sehen, das ist typisch Wange. Wir haben hier eine schöne Qualität. Wir haben schöne gedruckte Steine. Die sind wirklich erhabener Druck. Auf allen Seiten. Da. Ne? Man hört es richtig. Mir gefallen diese Kliersteine hier. Kratzer habe ich jetzt keine großartig gesehen. Ist dir was aufgefallen beim Bauen wegen Kratzer? Nee. Na, ein bisschen. Hör auf zu wackeln. Irgendwas rappelt da drin. Nicht irgendwas. Ich weiß, was da wackelt. Das ist der Stein, der dir abgehauen ist. Ja. Der tief irgendwo im Inneren verschwollen ist. Ja, es ist ein Gebäude voller Mysterien. Das ist... ich finde gut. Ja, auch hier drüben haben wir diesen selben Druck nochmal auf beiden Steinen. Das macht richtig Spaß. Ich mag das, wenn das so ein erhabener Druck ist. Drück nicht so fest. Mir ist das Fenster reingefallen, falls du dich erinnerst. Ach, stimmt. Beim Reinsetzen. Stimmt, ja. Ja, stimmt, da war was. Die Bautechniken sind interessant. Muss ich sagen, mir fehlt zwar hier jetzt in verschiedenen Abschnitten, fehlt mir hier so ein Schnoppenstein, wo ich jetzt sagen würde, es wäre schön, wenn da noch was drauf wäre, weil das wirkt so ein bisschen nackig da hinten in den Ecken. Aber, naja, gut. Die Abstände hier sind schön. Also da hat Wange, naja, die blöden Ketten da. Die Ketten sind echt nervig. Die wollte ich in den Müll schmeißen. Ja, weil sie dauernd abhüpfen. Ja, weil man die ganz am Anfang macht. Ich verstehe nicht, warum man solche Ketten ganz am Anfang machen muss. Ganz zum Schluss reicht auch. Du machst die bei jedem Wange-Modell ganz am Anfang. Das ist aber dumm. Ja, natürlich ist es dumm. Du machst die trotzdem immer am Anfang. Warum auch immer. Mir würde es auch auffällig ausreichen, wenn die zum Schluss kommen würde, weil du stolperst jedes Mal darüber. Ich habe beim Bauen von den anderen Sachen auch immer geguckt, dass die Dinger weit weg sind. Gerade hier bei dem Empire State Building. Ich meine, du bist zwar schnell in der Höhe, aber du hast trotzdem dauernd irgendwelchen Teil, was runterfliegt, weil du zu fest drückst und dann hast du schon wieder die Ketten alle draußen. Also machst die Ketten erst zum Schluss. Macht's zum Schluss. Genau, macht's zum Schluss. Spart euch den Stress. Aber so im Gesamten gesehen ist das wirklich ein schönes Gebäude. Es kommt im Original richtig schön, ne? Wobei ich sagen muss, von der Farbe hier, diese Sandfarben, was Wange ja eigentlich fast überall benutzt, kommt das eigentlich im Original nicht so nah. Original ist mehr angegraut. Sie hätten da eher so einen gräulicheren Ton nehmen sollen, finde ich. Wenn ich mir den Kölner Dom angucke, der müsste ja komplett in Schwarz sein. Schwarz-grau. Dieses hässliche... ja, nee, ich sag's jetzt nicht. Nee. Schnell zu bauen war es. Sie. Die. Das ist aber bei Wange meistens immer so, weil du ja wirklich wenige Bauabschnitte hast und viele Steine verbaust. Bei welchem Anbieter war das mit den festen Steinen, wo mir die Finger weh mal wehtun? Kobi hast du noch nicht gebaut. Okay. Kobi hast du noch nicht gebaut. Die festen Steine, warte mal. Ich komme gerade nicht drauf. Die waren es jedenfalls nicht. Die waren schön. Das war eins von diesen kleinen Häusern, die hier hinten stehen. Das weiß ich, wo die Finger so wehgetan haben. Ich weiß aber nicht, ob es die Cumin waren oder ob es doch die Wange waren. Weil bei den Wange hast du nämlich nur eins gebaut und das war das mit der Torte. Na, ist ja auch egal. Wir reden jetzt hier über verkehrt gelegte Eier. Wir reden über die Notre Dame. Welcher Teil ist nochmal abgebrannt? Haben wir sogar extra geguckt, wo irgendwo die abgebrannt ist. Ja, hier drüben war das, ne? Die Seite war das. Ich glaube, ja. Ich meine, der Dachstuhl war das, der abgebrannt ist. Wir haben auf jeden Fall nachgeguckt, wie ich fertig war. Ja. Ist ja nun mal auch schon ein bisschen her. Und ich überlege, du hast die parallel zu mir mit dem Kran gebaut und ich habe jetzt erst Zeit gefunden, die hier vorzustellen mit dir. Das sind ja jetzt schon ein guter Monat. Ja. Ne? Ja. Aber Wange ist sowieso immer so eine klare Kaufempfehlung. Wer auf Architektur und sowas steht und hat gerne solche Häuser, das war ja, ist ja jetzt Nummer 3 bei mir in der Reihe. Nee, Nummer 4. Brandenburger Tor, das Lincoln Memorial, Empire State Building und jetzt die Notre Dame. Das ist Nummer 4. Und keins davon hat mich enttäuscht, was die Größe und die Optik angeht.
Wobei beim Empire State Building gab es so ein bisschen kleinere, Nervenkitzel mit den Seitenteilen. Und wenn man so festgedrückt hat, hat man die ganze Schoße im Schoß liegen gehabt. Aber hier, meine Frau hat es ja gesagt gehabt. Einmal hier verkehrt reingedrückt. Die auch. Die auch? Die ist, ja, hier die Reihe, die ist mir auch. Weil, warte mal, war es denn hier unten? Die Reihe, die ist nicht fest. Die wird erst fest, je weiter du hochbaust. Ja. Die sind mir auch immer auseinandergebrochen. Das ist übrigens die Hexe. Hexe! Komm, Hexe, komm ins Bild. Komm, dann können die Leute Abo-Button drücken. Komm, komm. Psst, psst, psst. Komm, Hexe im Bild, Abo-Button. Genau, schön kraulen, hier direkt vor der Kamera. Dass alles schwarz ist. Brrr. So, gut, das war's dann schon wieder. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euch da draußen ein schönes Klemmen. Lasst euch nicht ärgern von Corona. Haltet die Ohren steif. Und wenn er diesen komischen Corona sieht, macht ihn kaputt. In diesem Sinne, tschüss. Euch ein schönes Klemmen da draußen und tschüss.